Moin ihr Luschen und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, ihr habt nichts verpasst seit der letzten Folge, vielleicht so 5 Meter oder so. Ja, und wir biegen jetzt gerade in den Hafen oder in den Hafenbereich von Rotterdam ein. Hier sieht es eigentlich erstmal aus wie ein ganz normales Industriegebiet. Da hinten, weiß nicht, ich fahre jetzt einfach mal geradeaus weiter. Ich weiß, das Navi möchte mich gerne nach links lotsen, aber dann fahre ich jetzt erstmal nicht. Ich will mir das da hinten erstmal angucken. Wir machen so eine kleine Stadtrundfahrt, ne? Also wir kommen hier auch noch mehrfach lang. Oh, hier ist jetzt wieder die Welt zu Ende. Das finde ich auch sehr schade. Das hätte man irgendwie anders lösen können. Was weiß ich, einfach unmotivierten Gebäude vielleicht in die Landschaft stellen oder so. Ich gehe mal kurz in die Außenperspektive. Gucken das mal an hier. So, ja, das ist ganz normales Industriegebiet. Ich weiß nicht, wer schon mal Rotterdam Hafen war, kann das ja vielleicht sagen. Ah, da sehen wir schon die Fähre. Das müsste die Fähre sein, mit der wir gleich nach Great Britain fahren. Da werde ich jetzt auch erstmal kurz nur hingucken, weil wir fahren auch ein bisschen weiter im Hafen rum hier. Der Hafen ist ja nicht sehr groß, hier zumindest nicht. Der Rotterdamer Hafen in Wirklichkeit ist natürlich etliches größer, aber hier ist ja auch alles abgesperrt, hier darf ich da gar nicht lang fahren. So, er kommt hier gerade von der Fähre wohl mit seinen Fertighausteilen oder was immer der er hat. Ich fahre einfach mal doch tatsächlich hier auf den Hof. Und ich könnte jetzt hier die Überfahrt buchen, das mache ich jetzt aber noch nicht. Wir gucken uns das hier alles mal so ein bisschen an. Wie gesagt, wir haben Zeit, deswegen können wir Sightseeing machen. Nein, Sightseeing. Das schreibt man nicht mit Z. Und überhaupt, das schreibt man ganz anders. Ich könnte jetzt hier also schlafen. Muss ich denn schlafen? Ich glaube nicht. Und selbst wenn ich schlafen müsste, würde ich das auf der Fähre tun. So, kann man denn hier direkt auf die Fähre drauf fahren? Irgendwo habe ich sowas gelesen. Und du stehst übrigens bepissterweise total im Wege rum. Ich würde dir jetzt am liebsten würde ich dich jetzt aus deinem komischen Fahrerhaus auszerren und erstmal so richtig schön einen aufs Maul hauen. Dass du dich hier mitten in meine Spur reinstellst. Ich meine, ich weiß, da sind Parkplätze, da darfst du stehen. Aber trotzdem ist das meine Fahrspur. Da darf man sich nicht einfach hinstellen. Ja, ist nun leider in dem Hafen hier doch nicht so viel zu sehen, wie habe ich ein bisschen mehr erwartet von Rotterdam, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ist, oder wie ich in der letzten Folge schon sagte, also meines Wissens eigentlich einer der größten, oder zumindest in irgendeiner Disziplin dieser Hafeneinteilung ist Rotterdam der größte Hafen. Und das ist doch ein bisschen mickrig hier, was man hier sieht. Kann ja auch sein, dass das irgendwie nur der Fährhafen, dass das nur so ein Seitenteil des Hafens ist. So, ihr habt jetzt ganz laut gehört, wie ich auf die Taste gedrückt habe, die mir angegeben wurde. So, ich muss nach Felixstowe. Genau, Felixstowe ist ja richtig. Genau da muss ich hin, nach Harwich. Also, Hull geht nämlich hier oben hin. Das ist dann eher so Richtung Scotland. Yeah. Edinburgh könnte man dann irgendwann mal, Glasgow. Ja, da möchte ich auf alle Fälle hin. Mal sehen, wie Schottland so aussieht. So, ich weiß nicht, wird man die Highlands sind hier so etwa, ne, oder? Kommt man dann durch die Highlands durch? Das wäre schön. Würde ich mir gerne mal angucken, ob das hier tatsächlich landschaftlich auch umgesetzt worden ist. Also ich bin dort in Schottland bin ich auch tatsächlich noch nicht gewesen, aber man kennt ja Filme, man kennt ja Rosamunde Pilcher und sowas. Ne? Guckt ihr das auch immer? Rosamunde Pilcher? Das ist doch immer schön, wenn dann irgendwie aus Irland oder Schottland oder so. Nein, ich habe Rosamunde Pilcher ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich habe sehe das immer nur in der Vorschau dann, beziehungsweise in der Programmzeitschrift. Und gut, okay, wir sind in Great Britain. Das heißt Linksverkehr, das heißt Kreisel, das heißt erstmal ein Stück vorfahren, um zu wissen, wo es lang geht. Ich muss ja jetzt. Wie sieht denn hier dieser komische Hafen? Der sieht schon weitaus imposanter aus als der von Rotterdam. Das sieht schon eher aus wie Hafen hier, so mit Entladekränen und diese Containerbrücken, nennt man die ja, ne? Also wo die Container da durch die Gegend geschubst werden mit.
Das sieht schon eher aus wie ein Hafen. Also das, was wir da in Rotterdam gesehen haben, wie gesagt, es kann sein, dass das nur der Fährhafen ist und dass es deshalb ein bisschen kleiner ist, aber das hat mich doch sehr enttäuscht. Wo stehe ich denn? Ach so, ich muss jetzt hier rechts. Ja, ich weiß, Linksverkehr, ich wäre eben fast in den reingefahren. Na komm. Oder wollen Sie doch warten? Nein? Ah, ja. So. Ach, das schaffen wir vor dem. Der wartet dann. Der wartet dann. Der hat auch Bremsen. So. Genau. Bumsti. Hamsti Damsti. Ey, was soll das hier? Eine Ampel. Kein Kreisel. Das bringt mich jetzt. Ich habe mich nämlich gestern gerade noch mit meinem Stiefvater unterhalten. Der ist also öfter mal in Großbritannien unterwegs gewesen und er meinte also auch, es gibt, ich wäre eben fast reingezockelt da, also er könnte sich nicht daran erinnern, in Großbritannien jemals an einer Ampel gestanden zu haben, sondern halt immer nur durch Kreisel gefahren zu sein. Ah ja, da kommt jetzt, glaube ich, der erste Kreisel. Und ja, das ist sehr gut. Ja, ich denke schon, dass es so in der Hafengegend durchaus vielleicht mal die eine oder andere Ampel gibt, dass die da nicht. Ich glaube doch, wenn man einen Kreisel baut, ist es zwar für den Verkehrsfluss, wenn die Leute Kreisel fahren können, ist das vielleicht für den Verkehrsfluss besser, aber nehmen natürlich mehr Platz ein als eine einfache Ampelkreuzung. Ne? So, kommt keiner, okay, hinein und hindurch. Jawohl. Und wir blinken, dass wir hier rausfahren. Ja, juppeidi. Wie schnell darf ich denn hier fahren? Shit. Shit, 30. Schön, ich fahre 40. Nein, Meilen natürlich. Jetzt mache ich einen Trick. Haha, ein Trick. Ein Trick. Ich gehe in die Optionen. Gameplay war das, glaube ich. Und sage, verwende Meilen. Ich bin ganz pfiffiges Kerlchen, ne? So, und fahren. So, und dann wird mir angezeigt, dass ich gerade mal 27 Meilen fahre. Und jetzt darf ich 50 Meilen fahren. Also weiter schön beschleunigen. So, ich muss bloß dran denken, dass ich nachher, wenn ich halt wieder nach Europa komme, dass ich dann wieder auf kmh umschalte. Das mit den Meilen ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich sage, England gehört nicht zu Europa. Das andere, jetzt darf ich sogar 60 fahren. Also mit anderen Worten, Vollgas, Vollgas. Einer der anderen Gründe ist tatsächlich die Geschichte mit dem Euro, dass sie da nicht mitmachen, dass sie halt auf ihrem Pfund bestehen. Okay, klar, es hat auch eine gewisse Form von Nationalstolz und so, sehe ich auch alles ein. Und überhaupt, dass sie halt sehr häufig so sich von diesen ganzen Entscheidungen, dass sie die Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaft da total blockieren und deswegen, ja, ich betrachte sie eigentlich so mehr als ja, als zwischendrin, also so halb Europäer, halb Amerikaner und so. Das sind halt, klar, die sind ein ganz eigenes Völkchen. Sind ja auch irgendwie gar nicht so homogen. Also die Briten, die ich so kennengelernt habe, Moment, nein, ich muss hier lang. Die ich so kennengelernt habe, kamen halt aus verschiedenen Gegenden. Also wir haben bei uns in der Nähe hatten wir hier britische Kasernen. Nee, ich musste doch darunter. Ach Scheiße. Naja, gut, okay. Fahren wir hier halt weiter erstmal. Mal gucken. Irgendwo kann ich bestimmt wenden. Wenden. Kam halt aus verschiedenen Gegenden, waren halt Schotten, Waliser und halt auch Engländer dabei. Und klar, jeder Mensch hat ja sowieso so seine Eigenarten, aber auch jede dieser ja, ethnischen Gruppen, kann man ethnische Gruppen sagen, hat halt auch so seine Eigenarten. Von daher. Und jetzt ist gerade etwas passiert, was sehr peinlich ist.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Von daher werde ich wahrscheinlich jetzt einfach irgendwann verschwinden im Laufe der Folge. Also jetzt natürlich noch nicht, weil ich denke. Hey! Hat irgendwer ein Schild gesehen, dass ich nicht Vollgas fahren darf? Da war eben ein Schild, dass ich Vollgas fahren darf. Ich möchte jetzt halt hier mal runter. Moment, was ist hier? Ist hier eine Ausfahrt? Kann ich hier in die andere Richtung? Was mache ich denn nun hier? Oder ist hier irgendwo mal eine Stelle, wo es keine Leitplanke gibt, dass ich einfach mal rüberziehen kann? Da könnte ich, naja, würde ich nicht durchpassen. Von daher, es ist ja auch verboten. Ich möchte mich ja so ein bisschen auch an die Regeln halten. Ja, ja da, nee, kann man nicht runter. Was ist hier jetzt? Hier komme ich auch nicht rüber auf die andere Seite. Ach man. Doch alles doof. Jetzt regnet es auch noch. Naja gut, okay, das erwartet man ja von England eigentlich. So, ist Touri. Es muss ja regnen. So, hier werde ich jetzt erstmal eine ganze Weile nicht rüberkommen. Der Tank ist fast leer. Ja, scheiße, ich bin auch irgendwann an einer Tankstelle vorbeigekommen. So. Er deutet an, dass ich jetzt hier gleich zurückfahren kann. Oder wie? Oder was? Hier rüber? Nee. Nein. Also hier irgendwie. Warte mal, es müsste doch eigentlich klappen, wenn ich jetzt hier geradeaus. Genau. Wenn ich hier jetzt geradeaus fahre. Nee. Scheiße, ich bin gerade etwas verwirrt. Der Tank ist fast leer. Ich habe mich verfahren. Es regnet. Und hallo? Hallo? Ich möchte da auf die andere Spur. Darf ich da jetzt irgendwie wieder zurück? Hilfe! Hilfe! Ich fühle mich gerade etwas. Ja, ich müsste doch oder dann mal auf die andere Spur. Ich kann ja jetzt nicht einfach hier umdrehen. Oder soll ich mal Geisterfahrer machen? Nee. Geisterfahrer ist verboten. Das wird richtig teuer und ist gefährlich. Ist hochgradig gefährlich als Geisterfahrer. Das ist jetzt aber alles sehr, sehr doof. Ich muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit haben. Ich muss mich mal auf der Karte jetzt hier, das muss ich mir jetzt mal angucken hier. So, plus. Ja, also hier ist die Fähre, da bin ich angekommen. Hier muss ich, glaube ich, hin und hier bin ich. Okay. Ich fahre jetzt einfach mal nach Möglichkeit zu dieser Tankstelle hier. Das ist, glaube ich, auch die nächste, das müsste dann auch bei der nächsten Abfahrt hier irgendwie sein. Oh. Wie sieht's zeitlich aus? Es ist Dienstag, 17 Uhr. Ja gut, okay, also zeitlich liege ich noch ganz gut. Aber das ist ja nun. Oh Mann, das ist ja. Ich muss hier runter. Ich muss hier weg. Ich muss hier raus. langsamer. Tank ist fast leer. Schön. Jetzt bleibe ich gleich liegen. Wie viel ist denn da noch drin, wenn der auf Reserve steht? Habe ich hier irgendwie eine Angabe, wie viel Liter das noch sind? Nee. Liter werden mir nicht angezeigt. Schade eigentlich. Ja, ich weiß, dass ich in eine andere Richtung müsste. Aber ich kann nicht in eine andere Richtung. Ich komme doch da nicht rüber. Über diese Betonleitplanken da fahre ich nicht rüber. Das packe ich nicht. So, jetzt müsste doch gleich diese
Tankstelle kommen, ne? Mal gucken hier, etwas größeren Maßstab. Ja, gut, okay, sind noch ein paar Meter hin. Ich mache euch mal ein bisschen Platz, ja, mache euch mal ein bisschen Platz. So, nicht, dass ihr mir vor die Karren fahrt. So, es hat auch aufgehört zu regnen. Sieht zwar immer noch ganz schön bewölkt aus. Oh, das wird knapp. Das wird verdammt eng, zur Tankstelle zu kommen. Und ja, wie wir sehen, auch in Großbritannien gibt es Landwirtschaft. Tatsächlich. Nicht alles nur Industriestädte. Nee. Auch direkt um London. So, und jetzt sag nicht, dass es diese Tankstelle nur auf der Gegenspur gibt. Dann kotze ich ins Essen. Echt? Dann kotze ich hier so richtig hin. Das ist doch nicht wahr. Diese Tankstelle gibt es tatsächlich nur auf der Gegenspur. Oh nee, das ist doch nicht möglich. Hallo, Freunde, wollt ihr mich jetzt ganz, ganz doll ärgern? Ich glaube, ich muss mich gleich abschleppen lassen. Naja, zahlt ja der Auftraggeber. Ja, ja. Nee, also wirklich, das ist doch nicht wahr. Da gibt es nur auf der Gegenspur gibt es eine Tankstelle. Scheiße! Sorry. Sorry für alle Flüche und Verwünschungen und böse Worte, die ich gesagt habe. Kinder, gewöhnt euch sowas nicht an. Das sind ganz, ganz böse Worte, die der Onkel da sagt. Das ist jetzt tatsächlich hier so als abschreckendes Beispiel. Und ja, Leute, ich bin gerade eben etwas, ja. Also der Linksverkehr ist gar nicht schlimm übrigens. Das ist gar nicht so das Problem. Aber also mittlerweile zeigt mir mein Navi tatsächlich wieder an, ich soll einfach weiterfahren. Fahr einfach weiter, irgendwann kommst du schon an. Spätestens bei der 7. Weltumrundung bist du am richtigen Ort. Das ist schön. Okay, darf ich weitermachen? Alles klar. Das ist ja cool. Ich hätte jetzt aber ganz gerne mal eine Tankstelle. Also eine, auf die ich auch drauf fahren kann. Und nicht nur eine, die auf der anderen Fahrspur ist. Scheiße, scheiße. Ich glaube, die Folge ist schon zu Ende. Wie dieses Drama. Ah, hier ist eine Tankstelle, genau. Eine Tankstelle, eine Tankstelle. Ja, 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 eine Tankstelle. Ich habe eine Tankstelle. Juhu, eine Tankstelle. Yeah, yeah. Großbritannien ist, glaube ich, der Sprit ganz schön teuer, ne? Oder? Wenn ich mich daran erinnere, als ich hier im Simulator in meinem anderen Account in England war, habe ich irgendwas bei 1,70 bezahlt. Oder waren das Pfund? Dann ist das ja noch teurer. So, was kostet der Sprit hier? Nee, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Oder sind das hier Pfund? Nö, die rechnen doch alles in Euro, oder? Keine Ahnung. Ja, wir werden es gleich sehen. Ah, ich habe es geschafft. Ich bin auf der richtigen Spur wieder. Wunderbar, ich bin auf der richtigen Spur. Und ich habe eine Tankstelle erreicht. Ich mache jetzt meinen Motor aus. Genau. Wie ich tanken werde, das werdet ihr tatsächlich in der nächsten Folge sehen. Ich mache hier jetzt einfach einen Schnitt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss, tschüss.